Herzlich willkommen zurück in der Inspirata. Ich bin Enrico und bevor wir uns anschauen, was dieser Adler mit unserem Experiment heute zu tun hat, wollen wir noch, weil ja letzte Woche der dritte Advent war, drei Kerzen von unserem improvisierten Adventskranz anzünden und das mache ich ganz schnell, wenn das Feuerzeug geht. Das beheben wir bis nächste Woche noch. Das auch. Herzlich willkommen zurück in der Inspirata. Wie ihr seht, haben wir drei Kerzen, weil ja letzte Woche dritter Advent war, angezündet. Und heute wollen wir uns anschauen, was dieser Adler mit unserem Experiment zu tun hat. Ja, und das Interessante ist, wenn wir uns den Adler mal anschauen, der steht auf dem Schnabel auf meinem Finger und es sieht so aus, als ob der ganze Adler eigentlich vor meinem Finger hängt und man würde ja jetzt annehmen, dass er da runterfallen müsste. Damit ihr seht, dass der Adler nicht an meinem Finger festgeklebt ist, wir können den auch mit dem Schnabel hier auf jeder anderen haltenden Oberfläche absetzen und er hält dort immer. Ja, und woran liegt das Ganze? Das erkläre ich euch gleich. Vorher wollen wir uns was anderes anschauen. Und zwar bekommt ihr eine kleine Aufgabe. Wie immer ist das Ganze ein Mitmachexperiment. Und was ihr braucht, ist eine Gabel, ein Löffel und ein Streichholz. Und eure Aufgabe ist es, aus diesen drei Teilen ein funktionierendes Modell dieses Adlers nachzubauen. Das heißt, die Idee ist, ihr baut mit Löffel und Gabel die Form, die Grundform des Adlers nach, mit den Flügeln. Und das Streichholz benutzt ihr als Schnabelersatz. Und am Ende soll der ganze Adler nur auf diesem Streichholzkopf balanciert werden. So, optimal wäre es, wenn ihr jetzt das Video pausiert, euch das Ganze anguckt, versucht das hinzubekommen und dann weiterschaut, wie es weitergeht. So, wenn ihr es gemacht habt, dann habt ihr jetzt vielleicht ein funktionierendes Modell und ich zeige euch ganz kurz, wie man das machen kann. Ganz wichtig zum Nachmachen, altes Besteck benutzen, vorher die Eltern fragen, was man da nehmen darf. Wir verkeilen als erstes Löffel und Gabel ineinander. Dazu spannen wir den Löffel zwischen die Zinken der Gabel. Okay, wenn ihr das richtig verkeilt, dann habt ihr also zwei Zinken der Gabel oben und zwei unten. Deswegen altes Besteck nehmen. Die Zinken sind vielleicht hinterher nicht mehr so hundertprozentig gerade. Wenn ihr Gabel und Löffel ineinander gesteckt habt, dann könnt ihr jetzt ein bisschen ausprobieren, wie weit ihr das Streichholz zwischen die Zinken stecken müsst. Wenn ihr den richtigen Punkt findet, dann könnt ihr das Ganze nur auf dem Streichholzkopf vorne auf eurem Finger balancieren, genauso wie ich es gerade mit dem Adler gemacht habe. Ja, und das ist eine ganz spannende Sache, die ihr auch sehr schön jetzt in den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen mit eurer Familie ausprobieren könnt, wo ihr andere Leute mit verblüffen könnt. Denn das Ganze könntet ihr jetzt zum Beispiel auf einem Tassenrand absetzen und dann wären Löffel und Gabel am Tassenrand befestigt, würden aber beide auf die gleiche Seite überhängen. Und das ist ja was ganz Erstaunliches, wo man eigentlich erwarten würde, dass das Ganze umkippt. Und warum ist das jetzt so? Das schauen wir uns nochmal am Adler an, warum auch der hier auf dem Schnabel hält. Und zwar hat der Adler einen ganz, ganz leichten Plastikkörper und hat vorne in den Flügelspitzen am Ende Gewichte. Und dadurch ist der Großteil des Gewichts des Adlers hier in den Flügelspitzen versammelt und der eigentliche Schwerpunkt der ganzen Konstruktion, der liegt dann in der Mitte genau oberhalb des Schnabels und dadurch haftet der Adler hier, kann sich um den Schnabel drehen und genau das Gleiche passiert mit Gabel und Löffel. Auch hier wird ganz viel Gewicht, liegt in den Stielen und wird damit hinter den Aufhängungspunkt im Streichholz transportiert, wodurch der Schwerpunkt am Ende im Streichholzkopf landet. Ja, das ist etwas technisch, ein bisschen knifflig, aber super interessant und sehr schön zum Nachmachen. Und wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Der Adler freut sich auch. Und dann könnt ihr uns hier drüben wie immer noch abonnieren und hier auf der linken Seite unsere letzten Videos angucken.